leuk dat je vandaag weer kijkt. Nou, zoals je misschien al een beetje kan zien, niet in een pretpark dit keer, maar we zijn in Papenburg. Want we gaan namelijk een bezoek brengen aan Meyer. Daar worden diverse schepen gebouwd, waaronder die van Disney. Heb jij een mooi bandje gehad? Ja, heel mooi. Staat bandje. Erop. Premium Tour. Meyer Werft. Ja, horen we erbij, hè? We zijn nog bij de bushalte. Dus dat zal denk ik niet heel lang meer duren voordat we gaan. Daar staat nog een großer grüner Kran. Den kann man dort sehr schön sehen. Dort wurde die Werft gegründet im Jahre 1795 von Wilhelm Rolf Meyer. Die Halle mit dem Schriftzug an der Seite hat eine Gesamtlänge von 370 Metern. Sie ist 60 Meter hoch und 101 Meter in der Breite. In dieser Halle befindet sich ein Baudock, ein Trockendock. Sie müssen sich das so vorstellen wie eine Badewanne, die man in die Erde eingelassen hat. Das geht 9 Meter tief runter ins Erdreich hinein und ist 39,5 Meter breit. Die nächste Halle, die wir direkt vor uns haben, keinen Schriftzug an der Seite trägt, wurde vor vielen Jahren verlängert um 120 Meter. Und diese Halle hat heute eine Gesamtlänge von 504 Metern. Ja, jetzt kann man sich auch diese Dimension kaum vorstellen, aber ich denke, viele unter Ihnen sind Fußballfans. Und wenn ich dann ganz einfach sage, 5 Fußballfelder hintereinander, das wäre so einmal diese Halle, dann kann man sich das schon wieder ein bisschen vorstellen. 75 Meter hoch, die Halle 125 Meter breit. Auch hier ein Baudock, ein Trockendock in der Halle. 11 Meter tief ins Erdreich hinein und 45 Meter breit. So, da wir jetzt ja gerade letztes Jahr unser letztes Schiff abgeliefert haben, ja, jetzt sind Sie natürlich der Meinung, ja, eigentlich wollten wir ja gar nicht hierher. Jetzt gibt es hier gar nichts mehr zu sehen. Natürlich haben wir für Sie in jede Halle ein Schiff gelegt, das schon fast fertig ist und eins gerade begonnen wurde. Also Sie bekommen heute eine ganze Menge zu sehen. Das ist einmal für Disney Cruise Line, dann für Japan, Asuka 3 ist angefangen zu bauen, ist jetzt gerade gute 6 Wochen alt und dann für eine Reederei aus Monaco, die Silver Ray. Die bekommen wir dann in der kleineren Halle zu sehen. Wenn wir jetzt auf das Gelände fahren, das Filmen und Fotografieren ist verboten. Hij ligt hier echt, jongens. Daar ligt hij in. Oh, bijna. Wir sehen unsere Schiffe alle wieder. Wir sind froh, wenn die Heide über die Ems kommt. Die Homerik kam zur Verlängerung. Nou, we zijn ondertussen in het bezoekerscentrum aangekomen. We hebben net heel leuke filmpjes gezien van hoe de geschiedenis tot stand gekomen is. En hoe een schip nou eigenlijk gebouwd wordt. Nu lopen wij van allerlei miniaturen, dus ik ben al op zoek naar Disney. Maar tot nu toe kan ik niks vinden. Norwegian ziet er ook goed uit. Dat is een beetje groot. Maar geen Disney, hè? Andere kant. Verdient hij ook. Oeh, zijn dat schepen waar ze zijn? Oeh! Het zijn allemaal wel leuke schepen. Volgens mij is het sowieso geen straf om hier op te moeten gaan. Oh, kijk nou leuk waar de Royal Caribbean schepen zich bevinden. Serenade of the Seas. Dat is wel echt heel tof ook. Star Cruises. Nou, als je hier blijft staan, komt de Wish misschien ook nog wel voorbij. Dat zou leuk zijn. Zou ik misschien beter zien? Nee. Jetzt haben wir hier einmal die Werft in Miniaturausgabe.
Im Original ist das ganze Gelände 50 Hektar groß. Ich habe ja gesagt, ich vergleiche immer gerne. Das können wir vergleichen mit dem Vatikan, der ist auch fast genauso groß. Ne? Da hat man so ein bisschen eine Vorstellung. Jetzt haben wir hier einmal so eine Tabelle. Oben drüber steht die Frage, wie lange dauert es, ein Kreuzfahrtschiff zu bauen? Und wenn wir unten einmal schauen, 36 Monate. Also von Auftragsannahme bis Ablieferung vergehen 36 Monate. Wenn Sie heute ein Schiff bestellen wollen, können Sie übrigens gerne bei mir machen. Ich leite das gerne weiter. Ja? Müssen Sie aber mindestens 3 Jahre lang warten, bis Sie das Schiff bekommen. Ja, dat ken ik. Ken jij wel? Van de glijbanen? Zeker! Of ik het snap? Nee, maar ik weet wat het is. Filter, motor. Also alles wat Sie hier jetzt sehen, dat is niet originaal materiaal. Het is wohl vom Aussehen her alles nachgebaut, aber das würde die Statik des Besucherzentrums gar nicht mehr tragen. Wir haben oben noch einen Antrieb stehen, wir haben oben noch Stahlsektionen haben wir noch oben und deswegen also alles nachgemacht. Aber von der Größe her ist es so stimmig. Ein Wärmetauscher, eine Umkehrosmoseanlage, so nennt sich das Ganze. Diese Teile sorgen dafür, dass man Energien, die auf einem Schiff anfallen, immer wieder verwenden kann. Dafür haben wir dann sogenannte Stabilisatoren an Bord. Das sind so ganz lange Stangen, die werden an der Seite ausgefahren. Aber das geht automatisch. Der Kapitän nichts mit zu tun. Das macht das Schiff von selber mit Sensoren, fährt er sie aus. 10 Meter lang, 2 Meter breit. Ja, mooi bootje testen. Maar iemand moet het doen. Ja. Kijk nou, gewoon de doorgangen. Hoe tof. Oh, en dan een soort monorail-achtig iets. Helemaal rond. Helemaal rond, dat zei ze ook. Zwembad er bovenop. Nou, oké. Zet er 2 rode horens op en dan wil ik wellicht... omdat het zo aanbiedt, hè. Gaan we met de lift naar boven. De schepen die hier gebouwd zijn. Als het goed is, gaan we zo naar de treasure. Kijk. Das, was wir über Kopf sehen, das haben die Leute zu lebender Erde gemacht. Man sieht sehr schön die Rohrleitung. Ja, jetzt müssen wir noch mal ein ganz bisschen was für die Augen, für den Kopf tun. Von dieser Stelle, wo wir jetzt hier stehen, bis hinten drüben hin zur anderen Hallenwand, sind das 120 Meter. Ja, das muss unser Kopf jetzt mal so ein bisschen verstehen. Dann haben wir dazwischen das Baudock, das Trockendock, von dem ich ja gesprochen habe. Aber Meier-Mitarbeiter erkennen Sie sehr schön anhand der Helmfarbe. Meier-Mitarbeiter tragen gelbe Helme. Orangefarbene Helme sind die Kranführer. Rote Helme ist die Werksicherheit und die Schiffssicherheit. Andersfarbige, weiße, blaue, grüne sind Subunternehmer und Zulieferer. Und schwarze Helme sind Schwarzarbeiter. Ja, Jongens, dit is hem echt. The Treasure. Oh, de volgende keer dat ik hem ga zien, ziet er hopelijk iets anders uit. Mickey Mouse horen toch? In september weer. Nou, we weten de weg nu. Oh, gaan we kamers testen, ja? Kamers kijken. Ik ga kamers kijken. Wat ga ik nog meer boeken? Nou, dit is niet waar je in kan. Dat is jammer zeg. Dat had ook leuk geweest. Goed, de grootte van een Disneykamer, die ken ik. Oh, je kan ze wel zien, denk ik. Oeh. Nou, Norwegian. Gaat dit wat worden? Oh, die is ook mooi. Oh, het balkon. So würde das also aussehen, was jetzt nicht so der Nordschütze hier, das ist die Reling, die wäre riesig höher. Ne? Also da kann man nicht einfach so sich drüber legen. Die Reling, wo Sie jetzt da vorstellen, die wäre nicht höher.
Dat is op zich ook best een prima kamertje hoor. Wel wat kleiner denk ik dan wat we... Hij heeft sowieso maar één badkamer. De binnenkamer is kleiner. Is korter. Ja, maar dit is het balkon. Balkon. Dus deze is kleiner. Royal Caribbean. Ook één badkamer zo te zien. Wel mooi afgewerkt ook. Ah, dit lijkt me ook nog wel een keer wat. Maar goed, voorlopig houden we het lekker bij Disney. Waar is mijn Disneykamer? Das geht natürlich in der Regel sehr viel langsamer. Ne? Sie sehen auch, wie schnell die Personen da laufen. Und das ist auch nur möglich, da sieht man, dass sehr schön das Wasser eingelassen ist ins Bowder. Ne? Da kann man dann an zwei Schiffen gleichzeitig arbeiten. Eins ganz fertig, eins halb fertig. Das ist ein Scheuerle. Sehen Sie die Räder, wie die sich drehen? Jedes einzelne Rad lässt sich drehen. Ne, das kann man einmal manuell und einmal dann auch von einer Kabine aus machen. Das sind die Antriebe, das sind die Azipods. Wir haben nachher hinten noch, die werden unten ins Schiff eingelassen und lassen sich drehen um 360 Grad. Dadurch sind die Schiffe sehr viel leiser. Was jetzt drauf ist, ich weiß nicht, ob es noch in der Halle liegt, was jetzt hinten drauf saß, das waren die Null-Schub-Propeller. Da wird gerade der Propeller zusammengesetzt. Was wir draußen gesehen haben, ist eine Schraube. Die ist in eins gearbeitet. Der Propeller ist aus Teilen zusammengesetzt. Das ist der Unterschied. Ne? Null-Schub-Propeller kommen erst drauf, weil man testen muss in der Halle mit eingelassenem Wasser. Wie verhält sich jetzt der Motor? Läuft der Motor ruhig? Ne? Kann man aber nicht mit einem Propeller dran machen, dann wird uns das die Halle zerreißen. Disney! Yay! Oh, hier kann ich dennoch auf was kijken. Oh, kijk, Donald! Nou Paco, in deze kamer, zo'n kamer heb ik geslapen. Dat is leuk hè? Precies zo heen. Kijk, ik hoor twee van die dingetjes. De wc apart, die zitten me van voor. En dan de badkamer. Ik zie ook gewoon dat er een handdoek in de badkamer hangt. Dat de badkamer ook gewoon af is. Maar dit is precies dit thema had ik. Zo leuk. Ik heb gelijk echt weer zin om te gaan. Had ik al, maar nu nog veel meer. Originalgröße, das müssen Sie immer wieder, ne? Nur nicht Originalmaterial. Treasure. De glijbaan van de Disney Dream, waarbij de Wish de daar, die van de party Rex zit. Ja. Een blik van scheepswerf. En de bus mochten we niet filmen. Moest die uit. Werd zur Welt gebracht. Nach ersten Tests der Antriebssysteme wird der 50.000 Tonnen schwere Steuerriese zu Wassergas. Vier Stunden braucht es, bis das Dock geflutet ist. Da sich der Riese rückwärts leichter manövrieren lässt, macht er sich mit dem Heck voran auf dem Weg zum ersten Hindernis. Die Papenburger Dockschleuse lässt ihm mit einer Gesamtbreite von 45 Metern nicht viel Platz. Doch dauert es etwa vier Stunden bis zur letzten Hürde, dem Ems-Sperrwerk. Durch diese Tore tritt der Riese in die Welt. Bei technischen und nautischen Probefahrten wird er auf Herz und Nieren geprüft. Diese ersten Schritte in die Welt haben schon mehr als 40 Kreuzfahrtriesen hinter sich. Nou, gaan we eens bij het andere schip kijken. Dat gaat wel een stuk kleiner zijn dan de Treasure.
Ja, wel gaaf dat je ze zo kan zien hoor. En ook fijn dat de volgende keer dat ik hem zie, er anders uitziet. Oeh, ik vind dat zo lekker ruiken. Hè? Benzine en olie. Oh. Je kan maar rare tikjes hebben. Hè? Ik vind denk ook nooit een straf, behalve dat je dat ding vast moet houden. Maar die geur vind ik niet vervelend. Oh, kijk, hier kunnen we wat dichterbij komen. Oh, hebben ze er water onder? Super vet. Ja, ja, ja. Misschien moeten ze stukken tegen elkaar zetten of zo. Oh, ze zijn er wel aan het spuiten, deze. Of wat schoonmaken, dat kan ook. Oh, maar ik zie wel de potentie van dit schip, hoor. Dat ziet er wel prima uit, dit dek. Maar het is inderdaad wel een hukje. Ook dat dak hier is een stuk lager, hè. Het is ook niet zo noodzakelijk om zo'n hoog ding te hebben. Dus kijk of we iets meer van de zijkant kunnen zien. Oh, moeten we nou die kant op? Of? Silver Nova. Oh, dit is het Silver Ray. Maar de Silver Nova is hier ook gebouwd. Ja, oh, maar kijk, het ziet er echt niet vervelend uit. Maar het is niet een schip waar ik denk, hey, leuk, daar ga ik met de jongens op. Kijk nou hoe gaan. Nou, en dit is een ander schip? Dit is de achterkant van het schip. Dit is de achterkant die je ziet van het schip. Dus de U-vorm, hè? Ja. Want tegenwoordig zijn het geen puntjes meer, wat ze net verteld. Oh, het ziet er ook wel heel gaaf uit. Die liggen ook, deze kunnen waarschijnlijk door het kanaal van Walcheren. Die kunnen bij ons ook van de zonnebloem gezellig. Zal deze niet zijn, denk ik. Oh, maar dit ziet er wel uit als een interessante jongen. Wat is dit? Hier wil ik wel een riviercruisje mee doen, hoor. Dat is die rode kruipel, man. Zet er geen... In ieder geval Aida. Oh, kijk nou. Theater hier binnen. Eetgelegenheden. Zo leuk. Maar zou dat deze jongen moeten worden? De Aida Diva. Ja, dat is toch een verschil qua maat van de hal. Oh, onze bus staat al klaar. Of het is voor de vorige tour, dat zou ook nog kunnen. Wel gaaf, en dan moet je nagaan dat we maar zo'n klein stukje van het hele terrein gezien hebben. Oh, jee. Hij heeft wel de pirate look. Tijd voor een nieuwe Disney. Nou, gaan we eens even kijken of de gift shop nog wat leuks heeft. Oh, Captain Minnie. Oh, ze hebben hun eigen kledinglijn. Jawel. Ja, puntjes. En een bootje. Dan gaan we weer van de uit de bus. De bus. Heel tof. Nou, de tour is net afgelopen en het regent nu een beetje. Maar het was heel gaaf. Maar uiteraard hebben we natuurlijk niet een bezoekje gebracht voor niks. Ga ik je hier laten zien. We gaan dus op de Disney Treasure. Volgend jaar eind februari, dus we moeten nog heel even geduld hebben. Maar ja, ik heb gezien hoe hij er nu bij ligt. En over een tijdje gaan we hem zien in een betere staat. Nou, in ieder geval weer bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Doei!